Aber allein schon, wenn man die Trainingshalle sieht oder den ganzen Aufbau, die Organisation, ist sicher wie Olympische Spiele. Jetzt vom Wettkampf haben wir natürlich hauptsächlich nur Schnelligkeit trainiert, das heißt wenige Wiederholungen, eine nicht so lange Einheit, weil man ja nicht langsam sein will, sondern schnell, spritzig, aggressiv in den Wettkampf gehen will. Man zieht sich auch, wenn es jetzt recht angenehme, warme, ich schätze mal so 37, 38 Grad hat in der Halle. Luftdichtes Gewander, gutes Zeug, sagen wir da. Drüber ein Kimono und versucht halt möglichst explosive, schnelle Wurfübungen zu machen und dann den Körper so viel wie möglich Wasser zu entziehen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass bei uns wirklich ein sehr hochwertiges Starterfeld ist. Damit wissen wir wirklich, wo wir stehen in Europa. Ich glaube, es ist ganz egal, wie viele Medaillen man zu Hause hat. Man muss beim Turnier immer wieder für eine neue Medaille kämpfen. Es ist egal, wie viel man hat. Die Gegner sind immer motiviert, jeder will gewinnen.